Jo, moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und wir machen heute weiter. Wir haben in der letzten Folge Abaco Island erkundet mit allen Truhen und Manuskripten und was alles so noch Blei war. Oder Animus-Fragmenten waren es ja. So wie ich das dann jedes Mal mache, auf jeder neuen Insel oder jedem neuen Gebiet. Erstmal alles erkunden, bevor wir dann irgendwann uns weiter durchkämpfen. Aber es war nicht schwer. Wir mussten zwei Ozelots und zwei Leguane erledigen und ein Holster und Gesundheitspaket herstellen. Das haben wir getan. So, mehrere Pistolen. Drücken Sie mehrmals mit Ausgerüstungspistole auf Dreieck, um Schüsse zu verketten. Jede dieser Schüsse richtet weniger Schaden, unterbrechen Sie doch gegnerische Angriffe. Aha. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Na denn, so, wo sollen wir denn als nächstes hin? Wo sollen wir denn als nächstes hin? Hier? Hauptmission, doch. Assassin auf der Kicke bemitteln. Ach, wir machen jetzt unterwegs. Wir machen uns also jetzt noch so auf. Okay. Segel, alle Segel! So, wir machen uns erstmal raus hier aus der Kicke. Heute machen wir uns unterwegs. Erstmal nach Nassau. Wir werden da vorne mal kurz die Kiste mitnehmen. So. Sammeln Sie herrenloses Treibgut ein in die Nähe. So, wir verpissen uns mal tatsächlich. Jedes Mal habe ich vielleicht doch zu viel. Was? Wir verziehen uns mal hier. Weil das kann gerade extrem böse enden. Wir müssen mal hier gerade aus der Nummer raus. Weil ich glaube, aber was ist die Karte jetzt gerade? Ja, ich fahre weit, weit weg. Ich weiß das. Eigentlich wollten wir. Was ist denn das so? Da sind wir. Und wir wollten jetzt eigentlich unterwegs nach Nassau machen. Hier haben wir es ja schon mal. Abaco Island, genau, das haben wir uns ja erkundet, angeguckt. Aber wo ist denn das doch jetzt gerade wieder? So, eigentlich, wie gesagt, war es ein bisschen anders geplant. Warte mal, da ist irgendwo ein Ertrunkener. Den nehme ich kurz mit. Weil eigentlich wollte ich den Ertrunkenen mitnehmen, aber scheinbar ist der weggeploppt. Nee, ist auch nicht. Mit unserer Crew ein bisschen aufgefrischt. Wir lassen uns jetzt gerade mal. Ja, wir können natürlich auch die Königsdings erwischen, aber wir lassen es. Ich glaube, das könnte uns ein bisschen sehr böse enden. Könnte böse enden. Bevor wir uns da irgendwie auf die Fresse. Bevor wir da irgendwie nochmal auf die Fresse kriegen. Machen wir das einfach mal und fahren entspannt jetzt zurück nach Nassau.
fell on the truck. Die Insel, die wir gerade erkundet haben, die ist tatsächlich. Mitgenommen. Rum. So, einmal kurz rum hier, damit wir wieder zurück ins. Diese Gewässer werden vom Feind bewacht. Ja, ist gut. So, jawohl. Ich bin Rang 549.579. Der wohlhabendste Piraten. Gut, das Spiel ist ja schon ein paar Jährchen alt. Das ist ja von 2013. Und. Ja. Na los, gerne. Captain Kielbock. Sag mir, ich stehe unter Arrest. Sag es! Deine Brüder? Flieg davon, Bürschchen! Zurück zu deinem Herrn! Hi. Ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ich sehe dich an Land. So, und damit sind wir in Nassau. Das heißt, es gibt wieder sehr, sehr viel zu tun. Sehr, sehr viel. Wieder die ganzen Geheimnisse und alles. Das, was wir uns, ja, wie gesagt, dann schon mal angetan haben. Wie ihr seht, seht ihr ganz, ganz viel, was uns noch so erwartet hier. Die Stadt ist auch definitiv etwas größer, glaube ich, als, Havanna. Naja, wie immer sei. Das erste, was wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder angehen werden, sind auf jeden Fall erstmal die ganzen Synchro-Punkte. Würde ich sehr spontan sagen. So wie wir das schon vorher alles hatten. Und dann haben wir zumindest mal das. Und es gibt 13 Animus-Fragmente, haben wir eben gerade schon gesehen, kurz in der Vorschau. Aber wie gesagt. Step by Step, wenn wir jetzt erstmal die ganzen Synchro-Punkte tun, damit wir da alle Geheimnisse aufdecken und dann wird es nach und nach weitergehen. Bevor wir dann irgendwann mal an die Hauptmission geht. Würde ich sagen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, es tut mir leid, dass es manchmal ein bisschen was kürzer wird. Das war, möchte ich gerne in einem Rutsch. Natürlich in mehreren Rutschen erkunden und da möchte ich mir jetzt nicht irgendwie noch alles in eine Folge ballern hier. Ja, das wird halt viel, viel sein. Naja, wir sehen uns wieder bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir haben eine geile Seeschlacht gehabt. Gut, wir haben uns verpisst. Abgesehen davon. Ich glaube, der königlichen Flotte würde ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Das könnte böse, böse Aua machen. Aber wie dem auch sei, gucken wir dann in Ruhe. Hier uns in Nassau. Bis dann. Ciao. So. Ja, okay. Ich habe gerade gemerkt, die Folge ist doch ein bisschen arschkurz gewesen. Wir werden schon mal ein bisschen beginnen mit dem Erkunden. Nicht alles, aber viel, ein bisschen was. Als erstes nehmen wir uns tatsächlich diesen Punkt hier vor. Wir nehmen uns die ersten zwei hier vor, wenn wir es hinkriegen. So. Der erste Punkt ist dort oben. Diese komische Stange da. Damit wir dann immer wissen, was uns erwartet. Hier. In dieser schönen Stadt. So, müssen wir jetzt mal da hochkommen hier. Auf diesen Schiffsmast oder was auch immer.
das war, haben wir uns jetzt gerade kurz synchronisiert, damit wir hier weitermachen können. Da sind nämlich ein paar Sachen aufgeploppt, die vielleicht gar nicht so unwichtig sind. Und ihr merkt so, Step by Step baut sich die Gegend ein bisschen auf. So, wie gesagt, da sind auch Shanties, da sind Kisten. Also, wie gesagt, wir haben jede Menge noch zu tun. Hier ist ein Händler. Hafenmeister. Ach, hier ist ein Hafenmeister. Geil. Guck mal, weißt du, bevor wir jetzt tatsächlich was machen, gehen wir mal beim Hafenmeister bei. Das würde ich eh machen, an das kann ich mich noch erinnern. Und bis hierhin hatte ich damals bei meinem ersten. Moment, wir gucken mal kurz wieder wegen dem Dings. Hier ist die Kiste, wenn wir schon mal hier sind. Die ist hier hinter irgendwo. Da ist sie. Nehmen wir sie mit. 161 Real. 22 Truhen sind hier in Nassau. Oh, das war keine Absicht. Entschuldigung, Herr Angler. Oh, scheint gerade noch nicht. Wir gucken mal, was der Hafenmeister so für uns hat. I only trade with ship captains. I only trade with ship captains. I only trade with ship captains. Die Flaggen jetzt? Kann ich nicht mit dir reden? I only trade with ship captains. Dann halt nicht. Ich kann nicht mit dem Typen quatschen. Schade. Ich hatte eigentlich jetzt erwartet, dass ich den jetzt ein bisschen bequatschen kann. Naja, scheinbar nicht. Schade, schade, Schokolade. Ich kann also nicht mit dem Hafenmeister quatschen. Ich hätte gerne erwartet, dass ich das könnte. Na gut. Ja. Dann holen wir uns noch einen weiteren Punkt. Also wie gesagt, wir werden jetzt erstmal Step by Step die Punkte ansichern. Einen zweiten werde ich mir jetzt im Fall holen. Und der ist irgendwo da oben. Und sobald ich die alle habe... Eine Taverne, okay. So, das ist hier oben auf der Kirche. Über die Fenster können wir hoch. Und App. Und dann machen wir einmal Synchronisierung. Weil ich will die Folgen schon zweistellig haben, was die Länge betrifft. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte haben wir denn überhaupt? 7. Machen wir noch einen dritten. Und dann machen wir Feierabend für heute. Nehmen wir den hier nämlich noch mit. Ja, was will ich jetzt nochmal synchronisieren? Das zählt jetzt übrigens nicht als 3. Das war keiner. Sie. Weil der andere Punkt ist hier oben irgendwo. Ach, hier sind auch Feinde. Okay. Ich dachte mir, gut, okay, vielleicht hast du hier mal einen Ort ohne Feinde, aber... Einen Schützen habe ich schon ausgemacht. Aber ich muss sagen, ein geiles, geiles Setting, dieses Spiel. Ich genieße es. Ich freue mich eigentlich fast immer wieder regelmäßig auf die Aufnahmesession mit Assassin's Creed Black Flag. Weil es eigentlich ein guter, sehr guter Teil ist. Und ich liebe dieses Setting. Das habe ich sehr unter anderem auch schon bei Uncharted sehr gefeiert. Ja, wichtig sind auf jeden Fall erstmal die ganzen Synchro-Punkte, weil wir halt damit die ganze Karte aufdecken oder beziehungsweise diesen Ort hier aufdecken und wissen und dann die Geheimnisse und alles lüften. So, gut. Jetzt mache ich einen Feierabend. Jetzt sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir uns den restlichen, die restlichen 4 Punkte sichern.
Und wenn wir die haben, geht es dann so nach und nach an die Truhen, Chanties, Animus-Fragmente, etc. Bis es dann irgendwann mal an dieser Hauptmission rangeht. Ihr werdet das bei mir jetzt immer wieder erleben, dass ich genau das mache, was ich jetzt mache. Und zwar, wie gesagt, erstmal die Synchro-Punkte, die ganzen Geheimnisse lüften. Und irgendwann dann werden wir die Hauptmission und die, die ganze Hauptmission abarbeiten. Und einige, auch ein paar, immer wieder aufploppende Nebenquests. Wie zum Beispiel mit den Piraten retten. Das werden wir natürlich nicht machen, weil das immer wieder kommt. Ich glaube, die gibt es unendlich, diese Mission. Passiert halt. Aber ich glaube, viele Feinde sind tatsächlich noch nicht. Oder wir haben noch nicht alle entdeckt. Wir haben gerade Jitzen und unseren anderen Hansel da entdeckt. Aber wie gesagt, wir werden jetzt Step by Step erstmal plündern. Was ist denn da? Warte mal, da oben ist ein. Weil ich würde gerne. Darf ich echt nicht zu dem scheiß Kurier? Guck mal, wie viel Dings da sind. Krass, okay. Oh, ich denke, dass ich den Hafenmeister nicht kann. Nicht besuchen darf. Oder habe ich den einfach falsch besucht, mehr oder weniger? Ich kann mich mal erinnern, dass ich, als das beim ersten Mal war, dass ich den besprechen konnte oder besuchen konnte. I only trade with ship captains. Warum? Kann mir das irgendjemand erklären, warum ich mit dem Typen nicht quatschen muss? Muss ich da eine bestimmte Mission für machen? Muss ich da bestimmte Dinge für machen? Ich habe keine Ahnung. Oder muss ich wirklich jetzt die Stadt komplett aufdecken, bevor ich da... Ich guck mal gerade in meinem Waffenmeister vorbei hier. Der hatte bestimmt doch irgendwas. Der lässt mich jetzt auch ohne Probleme. Ich nehme diese Montur hier mal. Die möchte ich gerne haben. So. Kann ich die jetzt anziehen? Ja. Okay. Habe ich. Piratenkapitänsmontur. Sind wir ja. Mehr oder weniger. So, haben wir noch Jagdbäume? Knochen. Ein bisschen. 250 Real kriegen wir für ein paar Knochen. So, Fracht verkaufen. Was kriegen wir denn dafür? 200. Naja. 105 nochmal dazu. Okay, die brauchen wir nicht. Motoren, Munition. So, Rauchbomben gekauft. So, okay. Jetzt machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh, geile Montur. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und dann geht's weiter, wie gesagt, mit den restlichen vier Synchro-Punkten.